Und so wird der Abend immer später. Mittlerweile ist es 3, halb 4 vielleicht. Und die ersten Gäste machen sich jetzt gut gesättigt und mit einigem an Impressionen daran, den Abend zu verlassen. Es wird immer noch gefeiert und die Helden sind weiterhin in bester Stimmung. Rattar al-Sanin ist schon vor einer Weile gegangen und so steigen wir wieder ein. Hat sich schon vor einer Weile ein bisschen zurückgezogen. Also erst hat sie ja noch mit allen anderen gefeiert und sogar getanzt. Aber sie hat noch etwas vor an diesem Abend. Und zwar haben wir Boltax und Angroschminia ja noch gar nichts geschenkt zu ihrer Hochzeit. Und Zulamin hat Thekla gebeten, eine große leere Leinwand und ihre Malsachen mitzunehmen. Die standen die ganze Zeit irgendwo an der Höhlenwand herum. Und als es ein bisschen ruhiger geworden ist, hat sie sich an den Rand gesetzt und angefangen, so Eindrücke von der Hochzeit einzufangen. Also jetzt, wo die, naja, Erinnerung ist das falsche Wort, noch frisch ist. Und ich denke, es ist kein naturalistisches Bild. Es ist so die Art von Bild, wo Dinge gleichzeitig stattfinden, die eigentlich nicht gleichzeitig stattgefunden haben. Und so einzelne Aspekte treten deutlicher hervor. Sehr deutlich zu sehen ist zum Beispiel Angroschminias Gesicht und so der Ansatz von ihrem Hochzeitskleid. Aber das Bild hat auch so eine gewisse Dunkelheit, die in den Ecken lauert und vielleicht ein bisschen was Melancholisches. Und sie wird es an diesem Abend nicht fertigstellen, aber so die Grundzüge festlegen. Und Boltax und Angroschminia sollen es dann hinterher bekommen. So klingt der Abend langsam aus. Zulamin sitzt noch da und bringt zu Papier bzw. zur Leinwand, was sie an Impressionen von diesem Abend mitgenommen hat. Boltax und Angroschminia verabschieden die letzten Gäste und gehen dann selbst zur wohlverdienten Ruhe, denn auch für sie war es ein langer Tag. Ja, Zulamin kann ja neben den sonstigen Tätigkeiten einer Kapitana beziehungsweise dann einer Organisatorin in diesem Hafen und in all den anderen Häfen auch noch weitermalen. Und so vergeht die Zeit. Wir schreiben den 8. Ingrim eine Woche später. Und ihr werdet gewahr, dass ein weiteres Schiff einläuft, allerdings nicht aus weiter Ferne, sondern nur aus Seelem. Ein altes Fischerboot, eine Schaluppe, die sich noch irgendwie mit einem halb zerfetzten Tau stinkend in den Hafen rettet oder dümpelt. Und es gehen von Bord 3 Gestalten. Einer strahlend in Gold, einer in, ja, vielleicht eine Bauernkleidung aus zerrissenem Leder und der andere in schwarze Tuche. Diese 3 Personen haben gemein, dass ihre Haut von der Sonne leicht verbrannt ist. Ulamin erprobt gerade das Fernrohr von Rattar al-Sanin. Es steht oben auf dem Deck. Das ist ein ganz normales Fernrohr, oder? Also es hat hauptsächlich sentimentalen Wert für ihn. Genau. Also es ist von herausragender Qualität, -7, aber es ist vor allem sentimentaler Wert, ja. Ja, und Zulamin schaut nicht aufs Meer hinaus, denn da gibt es gerade nicht so viel zu sehen, sondern lässt es über den Hafen schweifen und entdeckt er diese 3 Gestalten. Ist jemand von euch gerade in der Nähe? Ich werde wahrscheinlich in der Kapitänskajüte sitzen und dort Dankesschreiben an die ganzen Gratulanten aufsetzen, die ja nicht abgerissen haben. Aber also ich bin vermutlich nicht an Deck, nein. Ja, und kann das Ding von Sani nirgendwas, oder? Ja, es ist herausragend gearbeitet. Und ich glaube, ich habe gerade unseren Prajoten erspäht.
Er sieht ein wenig von der Sonne verbrannt aus. Möchtest du auch einmal hindurchsehen? Ich glaube, sie kommen herüber. Meinst du diesen alten Sack oder welchen meinst du? Nein, den Ramon zuletzt angestellt hatte. Wir haben ihn in Aranien getroffen. Reicht ihr das Fernrohr? Ja, Raffin blickt in das Fernrohr, schaut sich die drei Figuren an. Ja, genau, die haben wir in Aranien getroffen, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich sofort und... Was für faszinierende und stattliche Menschen sie waren, dass ich mich auch noch an sie erinnere. Ja, ja. Er hatte mich darüber belehrt, dass ich doch wohl hoffentlich nicht lüge. Sie zwinkert ihr zu. Also, wenn es dich beruhigt, ich habe noch nie gemerkt, wenn du mich angelogen hast. Das ist gut. Denn sonst hätte ich es schlecht gemacht. Und du bist immerhin Alan Fahner, also hast du einige Erfahrungen darin, Lügen zu erkennen. Na, jetzt macht ihr mich aber neugierig. Womit habt ihr mich denn mal belogen? Nicht dich, aber in deiner Gegenwart. Ah. Dann lass uns einmal sehen, was sie wollen. Ja, unterhalte du dich mal mit den netten neuen Freunden da. Ich glaube, Boltax belegt immer noch die Kapitänskajüte, speziell mein Schreibpult. Aber es waren ja auch wirklich viele Leute auf der Hochzeit. Ja, und er will auch seine ganze Familie informieren. Das wird ja Stunden und Jahre dauern. Oh, das erklärt einiges. Ich dachte, er wollte sich nur bedanken. Aber wenn er wirklich all diese Leute, die am Anfang der Hochzeit vorgelesen wurden, informiert, dann... Ja. Ja, ich war auch kurz weggetreten. Dann entgegengehen werde ich ihn nicht. Ich sag nur einem der Matrosen. Vielleicht ist Malak in Reichweite. Malak, wenn der Prajot hier aufschlägt, schick ihn in die Kapitänskajüte. Und seine Freunde auch. Ja. Und dann gehe ich mal wieder nach drinnen zu Voltax. Wie geht es voran, Voltax? Ja, ganz gut. Ich bin jetzt gerade bei S. Es sind also noch einige Buchstaben vor uns. Guck mal, ich habe gerade an Selindian fertig geschrieben. Der hat mir ein sehr nettes Hochzeitsgeschenk gemacht. Er hat einen Platz in Punien Drachenstecherplatz benannt. Das finde ich großartig. Hat er sich richtig was einfallen lassen? Hat er dir das geschrieben? Ja, hier, guck. Von ihm kamen doch vor 3 oder 4 Tagen Hochzeitsgrüße. Ich stehe ja in Konversation mit ihm. Hin und wieder. Also jetzt, ja, wo Jalan dann weg ist, musste ich ihn ja darüber informieren. Und er weiß auf jeden Fall, womit er dir eine Freude machen kann. Da hat er allerdings recht. Und wie läuft die Kapitänerei, ich war in den letzten Tagen nicht besonders aufmerksam. Es ist doch mehr Papierarbeit, als ich gedacht habe. So viele Glückwünsche und... Oh. Ich würde dir helfen, aber ich fürchte, unsere Schrift ist sehr leicht auseinanderzuhalten. Oh ja, außerdem muss ich sie ja alle unterschreiben. Ich bin ja jetzt Baron, ne? Du bist Baron? Ja, ich habe Angroschminia geheiratet und sie hatte eine Baronie, also bin ich jetzt Baron. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, wie das im Mittelreich ist, aber... Kapitana? Ja? Entschuldigung, wir haben tatsächlich jetzt 2 Besucher. Der dritte wurde wohl von dem Prajus-Knecht, er wollte ihn einbuchten lassen, das haben wir dann auch getan, weil er tatsächlich so aussieht, als sollte er eingebuchtet werden. Das ist jetzt unten in der Zelle, aber die anderen beiden sagten, sie wollten zu euch. Ah, danke. Das ist sehr interessant. Ja, soll ich sie reinbringen? Gut. Ja, ich kann ein bisschen Zerstreuung gebrauchen. Das ist ganz gut. Ich schieb den Papierwust mal weg und setze mich aufs Sofa. Hey, oh. Drowning, komm her. Es heißt, euer Ehrwürden. Bitteschön, ja? Ihre Gnaden, dachte ich. Ihre Gnaden könnt ihr mich auch nennen. Aber es spricht nicht an wie einen gewöhnlichen Bauern. Der Bauer, verzeiht.
Ja, ich bin ein gewöhnlicher Baumschwissen. Also, kündige mich ordentlich an oder lass es bleiben. Der Preisgeweihte von Grauning ist jetzt hier. So ist recht. Vielen Dank. Fort. Kommt doch herein, euer Gnaden. Ah, euer Hochgeboren, Baruna Sulamin. Schön, euch zu sehen. Bitte, setzt euch doch. Ich hatte nicht erwartet, euch hier wiederzusehen. Wenn ihr zu meiner Hochzeit kommen wolltet, dann seid ihr leider zu spät. Etwa eine Woche. Ah, ihr habt geheiratet? Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, es war eine bewegende Zeremonie. Ja. Kommt doch herein. Aber sie hat nur gesagt, dass ihr reinkommen dürft. Nur kommt schon herein. Ihr dürft gerne auch hereinkommen. Und das ist ja bei mir. Ja, hallo. Hallo, woher kommt ihr gerade? Also, ihr komm, eine gute Reise? Es war fürchterlich, ich habe mir zweimal die ganz böse Preiosbrand hieß es, ganz schlimm. Also mein Rücken, das ist schlimmer. Ich konnte gar nicht schlafen. Meine Güte, war das warm. Und dann wurde es so kalt in der Nacht. Und dann wurde es wieder so warm am Morgen. Und dann wurde es so kalt in der Nacht. Und mich hat zweimal ein Skorpion gestochen. Das hat die Wüste so an sich. Entschuldigt, Bortax. Ich hörte, Preiosbrand kriegen nur die, die nicht rechten Glaubens sind. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jeden Tag zweimal gebetet. Und dann einem Tag sogar dreimal, weil ich natürlich dachte, ich habe gerade frischen Preiosbrand, da muss man auch jetzt noch einmal mehr beten, weil sonst wird ja nichts. Aber. Außerdem, Irogradan sieht auch etwas rot aus und ich glaube wohl kaum, dass man ihm vorwerfen kann. Es ist ein Segen um meines Herrn. Ich nehme sie demütig entgegen und leide, wie jeder Söhner tun würde unter Preislicht. Habt ihr den Landweg genommen, weil euch der Seeweg zu unsicher erschien? Nun, der Landweg bot sich an, weil wir vorher in Munia im Raschschutzwall waren. Oh, ein wundervolles Gebirge. Ich kann euch nur sagen, einzigartige Höhlen, himmelhoch emporragende Berge. Oh, eine elementare Reinheit, die dort vorherrscht, wie selten auf derer. Ja, Draconia ist wirklich eine Reise wert. Oh, ihr wart in Draconia. Das ist wundervoll. Ja, Fürchterlichkeit, müsst ihr wissen. Fürchterlichkeit auf dem Weg. Überall liegen Steine. Steine. Wie hat es euch gefallen? Nun, es war erhebend. Ich fühlte mich, mein Herr, niemals so nah wie dort. Monumental soll es sein. Ich war selbst noch nie dort, aber die Harmonie und die Gesamtheit der Schöpfung, die sich vor einem ausbreitet, ist wahrhaft erhebend, sagte man mir. Die Majestät der Gipfel ist unvergleichlich. Ja, die konnten mir sehr gut helfen. Meine Füße haben so weh getan und dann haben die mir so eine Salbe gegeben und dann tun meine Füße nicht mehr so weh. Ja, hat euch ihr Rabenmund dorthin geschickt oder habt ihr Aranien den Rücken gekehrt? Nun, wir waren im Auftrag unterwegs, um nun ja gewisse Dinge in Draconia in Erfahrung zu bringen, die euch vielleicht weiterhelfen könnten. Wir hatten ebenfalls noch einen Magister bei uns. Er muss irgendwo noch in Zylam sein. Er hat etwas zu tun dort anscheinend. Rafik Indahmani gab uns diesen Auftrag. Nun, wie steht es um den Kreuzzug gegen diesen Erteichen? Nun, wie ihr seht, haben wir viele Schiffe versammelt und einige Pläne geschmiedet. Konntet ihr alle Schiffe beisammenbekommen, alle Kapitäne, die ihr erwünscht habt? Nun, es sind noch nicht alle da. Dafür sind manche eingetroffen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Wir haben übrigens noch ein Geschenk mitgebracht, könnte man sagen. Wir konnten unterwegs einen Paktierer überrumpeln und dingfest machen. Er findet sich jetzt in eurem Lager, im Gefängnis, wie ihr meist nennen wollt. Meinen Respekt. Wie seid ihr auf ihn gestoßen? Nun, wir stießen auf dem Weg nach Salemi auf ihn. Er faselte irgendetwas von unheiliger Alchemie. Ich könnte ihn vielleicht selber fragen, um genaues herauszufinden. Ja, das sollten wir wohl tun.
Denkt ihr, er hat etwas nun mit dem Krieg zu tun, den wir hier führen? Nun, er schwafelt davon, dass er uns helfen könnte. Wie immer dieser Paktierer uns helfen könnte. Wenn wir ihn nicht mehr brauchen, dann werden wir ihn dem Feuer übergeben. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir werden eine Stadt abbrennen. Also. Nein, das meinte ich nicht. Wir übergeben den reinigen Feuer Praios, nicht einer Stadt. Man zündet doch keine Stadt an. Seid ihr verrückt geworden? Nun, es ist eine Finte, eine Falle, um einen Teil der Piratenarmada dorthin zu locken. Sie werden Port Thornbrecht sowieso überfallen und dann kerkern wir sie mit uns ein und stecken die Stadt in Brand. Was ist denn ein Port Thornbrecht? Das ist eine Stadt. Aha. Port steht für Hafen und Thornbrecht ist so ein alanfanischer Name. Ein alanfanisches Grantenhaus. Und da sind keine Menschen? Weil wenn er die anzündet, dann sind die alle tot. Nein, die Zivilbevölkerung evakuieren wir rechtzeitig. Aha. Nun, habt ihr die schon in die Wege geleitet oder seid ihr noch dabei, hier herumzusitzen und es auszubaldowern? Entschuldigt mich, ich musste gerade an Selindian Hahl schreiben. Es war eine wichtige Korrespondenz, die eingetroffen ist. Ich konnte es noch nicht in die Wege leiten, aber es wird zu seiner Zeit. Das ist auch nicht deine Aufgabe, Boltax. Ich habe mich bereits darum gekümmert und ja, die Zivilbevölkerung ist zum größten Teil bereits evakuiert. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es wie immer Einzelne gibt, die nicht einsehen wollen, dass ihre Stadt verloren ist. Nun, dann werden wir ihnen befehlen müssen, diese Stadt zu verlassen. Nun, wir werden sie auf keinen Fall mit der Stadt abbrennen. Das will ich doch wohl hoffen. Nun, dieser Paktierer, Nostromo Pulkes, er sitzt unten im Laderaum und ihr solltet euch zeitnah um ihn kümmern, denn er schwitzt eine seltsame, säureartige Substanz aus. Und ich möchte nicht, dass euer Schiff und euer Gefängnis beschädigt wird. Na, großartig. Sollen wir direkt nach unten gehen? Ja, und vielleicht sollten wir Angroschminia hinzuziehen. Ich glaube, sie ist besonnener als Lahal Kash. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Er ist ein Paktierer des Verderber der Elemente. Sie könnte darauf sehr unglücklich reagieren. Das möchte ich natürlich nicht. Wenn ihr das möchtet, möchte ich euch auf die Gefälligkeit der Zusammenstellung hinweisen. Nun, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten wollten, dann wäre das wohl keine gute Idee, aber wollen wir wirklich mit einem Paktierer zusammenarbeiten? Nein, aber ich wollte euch zumindest die Option anbieten. Gut, ich denke, ich werde erst einmal Rafim Bescheid geben und dann hören wir uns einmal an, was dieser Paktierer zu sagen hat und entscheiden dann. Das ist richtig. Nun, wo wollt ihr mich denn unterbringen? Ich habe noch etwas Platz in meiner Kajüte, wenn ihr gerne möchtet. Ihr müsstet euch eine Schlafstätte mit Groschow teilen. Nein, habt ihr keine Einzelkabine? Und habt ihr denn vor, länger bei uns zu bleiben? Nun, ich betrachte mich als integraler Bestandteil dieses Schiffes und als geistigen Beistand. Natürlich habe ich vor, hier zu bleiben. Nun, das ist mir neu, aber ihr habt eine anstrengende Reise hinter euch und wir haben selbstverständlich eine Kajüte, wo ihr euch ausruhen könnt. Sehr schön, sehr schön. Und was machen wir mit Bauer Ruggel? Ich kann auch ruhig im Hafen schlafen. Ich habe gehört, vielleicht gibt es hier vielleicht sowas wie eine kleine Taverne. Nun, ich denke, er ist euer geschätzter Begleiter. Ihr werdet euch doch wohl eine Kajüte mit ihm teilen können. Ja. In der gleichen Kajüte schlafen wie der hohe Herr. Also, wie sieht das denn aus? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das sieht nicht gut aus, müsst ihr wissen. Das sieht nicht gut aus für ihn. Das sieht nicht aus, als wäre ein Bauer. Nun, wir werden euch auf jeden Fall auf keinen Fall irgendwo im Hafen schlafen lassen. Ich denke, der Hängematte wird sich finden, das nicht wahr für ihn? Ja, ich denke auch. Also dieses Ganze zu See fahren, das ist also wirklich nicht schön. Ich einziehe, der das so findet. Es ist ganz schön. Verzweifelt nicht. Es gibt den Menschen nie mehr, als sie tragen können und sie ertragen können.
Ich muss ja aber immer so schlimm kübeln. Ich kann mich gar nicht auf den Beinen halten. Das ging mir am Anfang auch so. Das wird mit der Zeit besser. Oh, ich kann euch ja Geschichten erzählen, als ich das erste Mal so ein Schiff betreten habe. 3 Tage lang. Oh, mein Magen hat verrückt gespielt. Also, und jetzt schaut mich an, wie wacker ich auf den Planken stehe. Ha, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Ich denke, wir fahren ja auch gerade nicht. Ich denke, ich könnte der Seefahrt bedeutend mehr abgewinnen, wenn es die blutige See nicht gäbe. Also bestimmt, ja. Also, ja, ist nicht schön hier, das ist richtig. Warte schon mal im hohen Norden, bei uns ist es sehr schön. Ich glaube, die Bildermark ist der nördlichste Punkt, den ich bisher erreicht habe. Ja, wunderschön ist das bei uns. Wo kommt ihr denn her aus der Bildermark? Naja, das kommt drauf an. Also mein erstes Dorf, das haben sie niedergebrannt. Das zweite Dorf, aus dem sind wir geflohen. Ich weiß nicht, ob sie es niedergebrannt haben. Ich glaube nicht, dass sie es niedergebrannt haben. Wer ist denn? Welche Baronie ist es denn? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil Rohayam verteilt unsere Baronien gerade noch, müsst ihr wissen. Das ist spannend, müsst ihr wissen. Da habt ihr euch gar nicht umgedreht. Da hat Rohayam jemandem die Baronie neu zugeteilt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich den Hohen Herrn als nächstes nicht richtig ansprechen würde, aber Gott sei Dank ist nein, unser Hoher Herr, der hat es irgendwie noch nicht geschafft. Wer ist denn das? Ich weiß noch nicht, wir machen uns alle Sorgen. Und am Ende, an wen müssen wir denn den Zehnten richten? Nun, nicht an Baron Travigor, wie ich das gehört. Ihr seid schließlich Untertanen. Ja, an Baron Travigor, ja. Aber was ist, wenn unser Dorf wieder geplündert wird? Was machen wir denn dann? Dann ziehen wir ja wieder um. Und dann gibt es ja wieder einen neuen Baron. Travigor ist ja auch Baron. Ich hätte ihn eigentlich einladen müssen. Ach, seid ihr auch Baron? Ja, jetzt schon. Ich habe ja an Gosminia geheiratet und damit bin ich jetzt Baron. Nun, das macht euch nicht zum Baron. Doch, natürlich. Nein, Angoschmina ist die Baronin. Ihr seid der Angetraute. Nichts mehr, nicht weniger. Das ist richtig. Baron, ihr seid kein wie Baron. Ihr es gesagt habt. Vollkommen richtig. Ihr solltet euch vielleicht näher beschäftigen mit dem Adel und seinen Pflichten und Rechten. Dann könnt ihr so deutschen Titel in Anspruch nehmen. Ja, Baron, wie ihr gesagt habt. Ihr seid kein Baron. Natürlich bin ich das. Mitnichten. Soll ich Rohaya schnell fragen? Rohaya ist nicht die Kaiserin. Soll ich ihre Schwester doch schnell fragen? Swafne zum Gruße. Warum haben wir jetzt noch einen Paktierer an Bord? Hoffentlich haben wir ihn bald nicht mehr an Bord, aber angeblich hat er Informationen. Ja, dann holt euch die Informationen und danach so schnell wie möglich unter Wasser mit ihm. Ist halt aber groß. Lassen wir ihn ersaufen. Das wohl. Das klingt gut. Gut, dann los. Volltags, über diese Sache müssen wir noch einmal reden. Ja. Amtsanmaßung, Adelsanmaßung. Ach, nein, ich bin Baron. Ihr alles seid kein gut. Baron. Aber ich vergebe euch eure Amtsanmaßung. Es ist ihr gar seid kein Baron. Soll ich Rafim zu der Befragung holen? Ich hätte das sonst selbst getan, aber ja, sag ihm gerne Bescheid. Oder soll uns sonst dieser Knilch da die Zehen rausziehen lassen? Mit Befragung bin ich ganz füterlich. Ich falle ihm ein. Gehört er jetzt zu uns oder was? Also ich gehöre zu Travigor, müsst ihr wissen. Travigor ist Baron. Ach, der Gänseritter, ja, den kenne ich auch. Ja, aber warum sind die eigentlich einmal groß? Dürfen sie sich hier ausruhen. Und dann sehen wir weiter. Na, dann kletter mal in die Hängematte. Ich bin Torwalerin. Von euch hat man viel gehört, muss ich sagen. Aber nicht bei uns. Ah, doch, bei uns sind auch ein paar. Aber ihr seid alle ganz schön. Oh, ich gehe und hol Rafim. Sie mag mich nicht, befürchte ich, Travigor. Ich sag nicht Travigor, entschuldigen. Ich bring die Barone immer durcheinander. Prajudu, nennt mich aber Prajudu. Die ganzen, diese Barone, das bringe ich alles durcheinander. Ja, sie mag niemanden. Sie hämmert im Flur gegen die Tür, ruft irgendeinen Namen. Und Rogel, du kannst dann sehen, wie sich ein noch größeriger Riese, der den Kopf immer einziehen muss, gerade hier im Flur, aus der Tür herausschiebt und dich aus rotglühenden Augen anfunkelt. Nee, warum schreit ihr hier alle so rum? Mira hat mir hier im Schlaf getreten.
Wir haben ein Prozent überreicht bekommen. Es handelt sich um einen Paktierer, der offenbar Informationen hat. Wir gehen einmal. War kein Hochzeitsgeschenk. Das möchte ich nur an dieser Stelle festhalten. Nein, es war eine Übergabe an die Kapitana. Und offenbar ist er eine Gefahr für das Schiff. Also wir sollten uns schnell darum kümmern. Warum habt ihr ihn überhaupt an Bord gebracht? Ihr wusstet das doch. Nun, in der Stadt erschien mir kein Gefängnisausbruch sicher. Hier ist ja wenigstens nun ja. Und was macht eben ja. Gut. Dann ich wink mal irgendeinen Matrosen heran. Zeigt seine Gnaden eine freie Kajüte, wo er sich häuslich einrichten kann. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich bei der Befragung beiwohne? Schließlich muss alles mit rechten Dingen und Preis in Preis Angesicht erfolgen. Nun, es ist euer Gefangener, also... Na, es ist euer Gefangener. Ich habe ihn euch übergeben. Es sei denn, ihr gebt ihn mir wieder, um ihn Preis reinigem Feuer zu übergeben. Ja, ich gehe jetzt einfach schon mal los und ihr könnt noch ein bisschen darüber reden, wer wessen Gefangenen wann wen übergibt. Also, wenn es ein Paktierer des Schänders der Elemente ist, wäre es vielleicht nicht so klug, das mit Feuer zu versuchen. Ich sag's nur. Nun, schlagt ihr andere Maßnahmen vor? Ja, die Torwallerin hatte doch gesagt. Ja. Nun, ein etwas obskures Mittel, aber es ist noch nicht erprobt, vermute ich. Also, ich kenne keinen Fall, in dem ein Paktierer ersäuft wird. Es gibt wohl in Grangor eine Rechtsformel, wo dieser Todesstrafe vollzogen wird, aber nur nicht in zivilisierten Ländern. Oh, Grangor ist wunderschön. Ich war einmal da, als ich das Recht gelehrt habe. Ja, ich würde mich mit unserem Prioten auf dem Weg zur Gefangenenkammer noch über allerlei Dinge unterhalten. Grango und Betane und wie sie alle heißen. Ja. Ihr trefft dort neben den zahlreichen Dukatengardisten auf Rafim, der vor dem Käfig steht, in den er zusätzlich eingeschlossen worden ist. Seine Haut glänzt oder trieft ölig, hat einen gewachsenen langen Bart, wie er vielleicht einem Kopter oder so etwas genügen würde. Und seine Haut ist neben dem ganzen Schweiß auch natürlich ein bisschen gebräunt. Könnte ein Thulamide sein.